Grüß euch, meine Lieben. Heute möchte ich euch noch eine Technik zeigen, wie man schön Eier färben kann, auch wirklich sehr einfach. Eine Technik habe ich euch schon vor kurzem gezeigt. Das Video dazu werde ich einfach in die Infobox verlinken, falls ihr das nicht gesehen habt. Dann könnt ihr euch das auch ansehen, weil ich werde natürlich auch mehrere Varianten machen, also zu Ostern einfach, dass es bunt gemischt ist, und ich könnte mich auch nie entscheiden, irgendwie nur eine Variante zu benutzen. Ich werde mehrere benutzen, aber heuer wollte ich euch mal zwei zeigen. Wie gesagt, das eine werde ich euch unten verlinken, und wie ich die jetzt hübsch gefärbt habe, zeige ich euch jetzt. So, nun habe ich hier meine gewünschte Anzahl von Eiern, die ich färben werde. Ich habe hier wieder weiße Eier. Ich habe jetzt hier natürlich nicht so viele, weil ich euch einfach nur die Technik zeigen möchte. Als erstes beginne ich da die ganze Steppel runter zu waschen. Aber davor ist es bitte ganz wichtig, die Eier sollten auf Zimmertemperatur sein. Ich habe sie schon gestern am Abend rausgeholt, dass die wirklich dann auf Zimmertemperatur kommen. Und nun tue ich einfach nur so ein frisches Schwämmchen, neues Schwämmchen in ganz normalen Essig, da könnt ihr nehmen, welchen ihr wollt, und werde als erstes nur diese ganzen Stempel von den Eiern runterwaschen. Das geht ziemlich gut und schaut halt, wascht die Eier auch so ab, falls sie schmutzig sein sollten, einfach nur, dass da nichts auf denen drauf ist. Wieder ein bisschen eintunken, und das kann man dann hier wirklich schön vorsichtig runterwaschen. Die Eier habe ich mir jetzt einfach nur in einen Topf gegeben, mit Wasser. Und da gebe ich jetzt einen Esslöffel Salz einfach so dazu. Das sorgt dann dafür, dass man die Eier leichter schälen kann. Das Salz löst sich dann sowieso auf. So, und nun werde ich das Ganze einfach nur zum Kochen bringen. Und sobald sie anfangen zu kochen, schalte ich jetzt nur ein bisschen runter, damit sie nicht so fest kochen, und werde sie jetzt genau für 10 Minuten lang köcheln lassen. Ich habe jetzt einfach nur das heiße Wasser abgegossen, die ein paar Mal abgespült, einfach nur, dass die abkühlen. Jetzt sind sie so in etwa lauwarm. Ihr könnt sie natürlich auch vollständig abkühlen lassen, bleibt ganz euch überlassen. Und dann habe ich hier einfach nur Babytücher. Also von meinen Fruchtzwerge habe ich einfach nur ein paar rausgetan, damit die trocknen. Falls ihr die zu Hause habt, nehmt natürlich die. Falls nicht, könnt ihr auch Küchenrolle nehmen. Mit der funktioniert das auch ganz, ganz super. Da sieht man sogar schön ein Muster drauf auf den Eiern. Da müsst ihr halt einfach nur schauen. Da kann es sein, dass man ein bisschen mehr Farbe braucht, einfach bis das halt durchgeht, abhängig davon, wie dick die Küchenrolle jetzt ist. Aber ich werde das jetzt einmal mit den Babytüchern machen. Die hat man meistens, ja, viele haben die halt zu Hause, und falls nicht, kriegt man die halt wirklich überall. Und sonst, wie gesagt, einfach Küchenrolle. Und da backe ich mir dann die Eier einfach nur so schön ein. Seht ihr? Und bin das dann oben einfach nur entweder mit so einem Küchengummi zu, oder ihr könnt auch eine Haushaltsstur nehmen, was ihr wollt. Bleibt ganz euch überlassen. Und das mache ich jetzt mit all den anderen auch. Nun habe ich mir einfach nur ein paar Schüsselchen hergerichtet, und die Farben, die ich benutze, ich benutze diese ganz typischen, die es jetzt überall gibt für die Eier. Die sind ganz günstig. Bitte, ich mache dafür keine Werbung, nur damit ihr seht, was ich halt habe. Ich habe das halt in Pulverform. Nehmt bitte alle beliebigen Farben, die ihr wollt. Ihr könnt aber bitte alle Lebensmittelfarben nehmen, die ihr habt oder die ihr bekommt oder benutzen wollt, egal ob sie flüssig sind, pastenförmig. Jetzt in dem Fall, da die in Pulverform sind, werden wir die halt einfach ein bisschen verflüssigen, dass wir sie benutzen, und die anderen, die natürlich schon flüssig sind, das müsst ihr dann halt natürlich nicht. Jetzt werde ich überall in jede Schüssel eine Farbe hineingeben. So, und nun gebe ich dann einfach nur zu jeder Farbe so in etwa einen Esslöffel Essig dazu. Da könnt ihr bitte jeden beliebigen nehmen. Ich werde das jetzt ein bisschen verrühren. Ich mache das nur ein bisschen mit Zahnstochern. So, dass sich das einfach da schön auflöst.
So, und nun kommen wir dann schon zum lustigen Teil. Jetzt könnt ihr dann eure Eier wirklich beliebig bemalen. Dafür nehm ich mir da einfach dann ein paar solche Wattestäbchen. Und dann könnt ihr die Eier wirklich so bemalen, wie ihr wollt, in wie vielen Farben, wie ihr wollt. Das bleibt dann wirklich ganz euch überlassen, was euch leicht gefällt. Einfach nur, bis sie ganz bemalt sind. Ihr könnt auch extra Muster machen oder einfach so kunterbunt, auch jedes einzeln so wie ich. Oder was ihr noch machen könnt, falls ihr das jetzt schneller machen wollt oder auch mehr Eier habt, könnt ihr die gleich auf eine Unterlage geben und dann mit dem Petz überall, gleich überall was raufgeben, dann umdrehen und dann die andere Seite auch. Könnte man jetzt auch machen, falls man einfach mehr von den Eiern macht. So. Ich werde jetzt hier auch schön weitermachen. Was mir zum Beispiel auch ganz gut gefällt, ich mache das immer, dass ich mit Gelb und mit Rot so ein Muster reinmache. Seht ihr, da mache ich das da einfach nur so länglich. Es muss halt einfach nur ein bisschen intensiver sein, damit das richtig schön durchfärbt. Das mache ich einfach so und dann mit etwas Abstand wieder. Die Handschuhe könnt ihr euch dazwischen immer wieder mal abwaschen. Ihr müsst da nicht sofort neue nehmen. Passt nur bitte auf, dass ihr euch da ja nicht eure Küche oder was auch immer anpatzt. Vielleicht noch ein paar Zeitungen drunter oder was weiß ich. So, ich mache das jetzt da noch mit der Gelb fertig. So, und in die Zwischenräume mache ich jetzt da einfach so rote Streifen hinein. Mir gefällt das richtig gut. Mehr mache ich dann auch nicht, außer diese Streifen. Man darf da auch gern das Weiß sehen. Also ist vielleicht auch so eine Idee. So, da auch. Seht ihr, so sieht das aus. Und jetzt gebe ich das auch zum Trocknen. Wenn ihr dann mit dem Bemalen fertig seid, dann lassen wir die einfach nur schön trocknen. Ist halt unterschiedlich, wie lange es dauert, wie viel Farbe ihr darauf halt gegeben habt. So, seht ihr, und so habe ich das vorher gemeint, wenn man jetzt alle irgendwie anfärben wollte. Man gibt sie dann irgendwo hin und dann kann man überall so die Farbe raufgeben und dann halt die Eier umdrehen. So kann man einfach schneller mehrere Eier halt färben, wenn man es halt möchte. So, und jetzt werde ich die auch einfach nur schön trocknen lassen, bevor wir dann reinschauen. So, ich habe die jetzt etwas trocknen lassen. Jetzt werde ich die einfach nur da von den Tüchern befreien und die dann auch noch so trocknen lassen. Jetzt können wir schon ein bisschen reinschauen. Aha, seht ihr? Das ist das Erste. Da bin ich, wie es aussieht, mit einer anderen Farbe noch dazugekommen. Jetzt schauen wir uns noch die anderen an. Wirklich, also eines andere als das andere. Also jedes verschieden und auf seine Art und Weise schön, finde ich. Na, schaut euch das mal an. Und auch mit diesen Falten von den Tüchern, wie das aussieht. Seht ihr? Die sind da noch ein bisschen feucht, deswegen müssen wir die auch so einzeln noch ein bisschen trocknen lassen. Machen wir gleich noch ein bisschen was auf. Schaut da mal. So, nun werde ich die wirklich vollkommen auskühlen lassen. Seht ihr, da ist noch ein bisschen überall die Farbe feucht. Jetzt werde ich sie einfach nur einmal trocknen lassen. Wenn die Farbe dann schön vollkommen getrocknet ist, werden wir die Eier dann wieder einschmieren. Dafür habe ich hier einfach nur etwas Sonnenblumenöl. Natürlich geht auch Rapsöl. Und da tunke ich das ganz wenig nur hinein. Da brauchen wir ganz wenig. Das mache ich mit Küchenrolle. Dann nehmt ihr euch die Eier und jetzt werden sie einfach nur schön damit bestrichen bzw. benetzt. Einfach nur, dass die wirklich schön glänzen. Seht ihr? So sieht es dann aus. Und das mache ich jetzt mit all den anderen auch. So, meine Lieben, und so sehen die jetzt ganz fertig aus. Ich hoffe, diese Technik hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar.
Berichtet mir im Nachhinein, wie es euch beim Färben gegangen ist und wie es euch gefallen hat. Ich würde mich auch sehr über Fotos freuen. Die könnt ihr mir dann entweder posten auf Facebook oder auf Instagram. Oder ihr könnt die Fotos auch hochladen auf meinem Blog, wo es auch einige meiner Rezepte zum Nachlesen bzw. auch zum Ausdrucken geht. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!